Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Armin Laschet sich bei Maischberger ziemlich skandalös geäußert hat. Ich wäre im Interesse der Demokratie froh, wenn Sie auch zufrieden wären, dass die AfD nicht auf Platz 1 liegt. Ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht zu beurteilen, weil ich bin nicht ein kämpfender Wahlkämpfer in Sachsen-Anhalt und ich bin nicht Teil der CDU. Doch, aber nicht, Frau Maischberger, muss ich darüber mich entscheiden. Doch. Aber zunächst geht es um die Werteunion. Sandra Maischberger macht Druck. Sie drängt Laschet dazu, doch zu beweisen, dass die Union mit der Werteunion nichts zu tun hat. Also die CDU mit der Werteunion. Und sie probiert da irgendwelche Widersprüche aufzudecken. Wenn ein CDU-Mitglied da, wie Sie eben gesagt haben, die Hand der AfD reichen würde, wäre das ein Grund, ihn aus der CDU zu entfernen. Wir machen Unvereinbarkeitsbeschlüsse ganz selten. Und die machen wir zu Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Nach links und nach rechts. Bei der AfD schon bevor sie beobachtet wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Nach links und nach rechts machen haben wir dieses Prinzip. Laschet fährt aber die Linie, dass er keinen Unvereinbarkeitsbeschluss machen will. Und vielleicht deswegen probiert er dann im Folgenden den harten Hund zu geben. Aber es ist vielleicht auch hier Größenwahn, wie beim CDF. Dass er meint, er könne alles machen, was er wolle. Wahrscheinlich ist es die CDU seit Jahrzehnten so gewohnt. Und er denkt, ja, das ist jetzt sozusagen Aufgabe der Medien, die AfD irgendwie unmöglich hinzustellen. Und er muss da sich gar keine Mühe mehr geben. So in der Art. Aber tatsächlich ist die AfD keine verbotene Partei. Sie tun jetzt so, als ob die AfD eigentlich verboten werden müsste, wenn es das große Problem der Gesellschaft ist, wenn sie in einem Landtag Stimmen gewinnt. Was machen Sie mit den AfD-Wählern? Sind die dann auch verboten? Es kommt jetzt aber noch eine Besonderheit dazu, bei der sich Laschet wahrscheinlich in der CDU nicht nur Freunde macht. Der Begriff rechts wurde ja von den Linken klammheimlich in den letzten Jahrzehnten kontaminiert. Es heißt immer Kampf gegen rechts, Rock gegen rechts. Und das ist sehr wahrscheinlich kein Zufall. Sie probieren, diese Begriffe zu verbinden. Rechtsextremismus, rechts, rechtsradikal, Höcke, so alles das Gleiche. Und das war auch schon vor der AfD der Fall. Damals wollten sie Teile der CDU und der FDP als unmöglich hinstellen. Sie in ein schlechtes Licht bringen. Deswegen wurde der Begriff rechts kontaminiert, dass die Leute sich gar nicht trauen, sich mehr dazu zu bekennen. Es war aber immer Position der CDU, früher, das war immer der bekannte Spruch, rechts von der CDU dürfe es keine Partei mehr geben. Wie wir jetzt verstehen, ist es natürlich doppeldeutig. Der normale Bürger soll natürlich denken, inhaltlich. Die CDU soll inhaltlich abdecken, alles abdecken, sodass es nicht möglich ist, rechts von der CDU noch eine Partei zu etablieren. In Wahrheit ist es aber natürlich schon so gewesen, das sieht man jetzt im Nachhinein an den Republikanern, dass sie auch vollkommen ungerecht behandelt wurden und dass sie weggemobbt wurden. Und so ging es wohl nicht nur den Republikanern, so ging es ganz vielen Parteien. Aber davon habe früher ich nichts und davon haben wahrscheinlich früher ganz viele nichts mitbekommen. Ich habe von den Republikanern gar nichts mitbekommen, außer dass sie irgendwie eine ganz böse rechtsradikale Partei sind. Das hat ja Friedmann und was weiß ich was, haben uns das ja immer erzählt und dann denkt man sich, ja klar, und der Friedmann, der ist ja nett. Der ist ja aufgeklärt und ja, warum soll er denn was Falsches erzählen, sozusagen. Damals gab es ja keine sozialen Medien, wie heute. Bei den Republikanern muss man wissen, dass ein Berliner Gericht festgestellt hat, dass die Erklärung zum Verdachtsfall und dass die Beobachtung unrechtmäßig war. Da war es aber zu spät, die Republikaner haben keine Rolle mehr gespielt, sie waren vollkommen marginalisiert. Es wurde also durch den Verfassungsschutz wurde systematisch Rufmord an Republikanern begangen. Und man sieht ja auch, wie gewohnt Laschet das macht. Das hat sehr wahrscheinlich eine CDU-Tradition. Stoiber soll auch ganz stark gegen die Republikaner vorgegangen sein. Also in der CDU ist man anscheinend, CDU, CSU, ist man gewohnt, mafios, auf mafiose Weise, man kann es nicht anders nennen, gegen andere Parteien vorzugehen, gegen Konkurrenten vorzugehen. Es hat wahrscheinlich auch irgendwas mit der NATO zu tun. Das ist jetzt Spekulation,
Aber es ist schon irgendwie auffällig. Die Linke wurde auch etwas benachteiligt. Also das ist schon, also man nicht eigentlich nicht nur etwas, sondern sie wurden eigentlich nie hochgejubelt wie die Grünen. Und das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass sie auch immer eher so pro Russland waren und eher so kritisch gegenüber der USA eingestellt waren oder kritisch gegenüber Auslandseinsätzen. Und bei der AfD ist es jetzt ja nicht anders. Und immer, wenn Leute so eine Position beziehen, dann kriegen sie anscheinend schon seit Jahrzehnten ist das so, dass sie schlecht gemacht wurden. Nur früher ist uns das gar nicht aufgefallen. Also jedenfalls mir nicht. Damals erschien es einem ja abstrus, gegen den Euro zu sein, diese Spielverderber, das ist doch ganz toll, wir wollen doch Frieden. Und es ist ja auch viel praktischer, viel besser. Und Migration, das, jedenfalls habe ich das gar nicht so mitbekommen. Da war ja die Republikaner auch kritisch. Aber wie gesagt, das war vor meiner Zeit, von den Republikanern habe ich gar nicht viel mitbekommen. Wie wahrscheinlich heute viele von der AfD nichts mitbekommen. Wie halten Sie es überhaupt mit der Abgrenzung zu rechts? Sie waren ja in Sachsen-Anhalt, da sind Landtagswahlen. Sie haben am Samstag einen Tweet geschrieben, den wir gerne auch zitieren wollen. Da schreiben Sie, der Kampf gegen rechts gelingt nur mit klarer Kante. Da steht jetzt rechts, nicht rechtsradikal oder rechtsextrem. Heißt das, dass jemand, der von sich sagt, ich bin rechts, in der CDU keinen Platz haben soll? Also das ist ein Synonym, vor dem wir im Moment stehen. Wir können jetzt hier sophistik über das Wort rechts machen. Das ist schon ein Unterschied, oder? Nein, ja, die Position ist klar. Rechts ist das, was wir im Moment als Bedrohung für das demokratische parlamentarische System, insbesondere durch die AfD, sehen. Und die bekämpfen wir auch am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt. Jedenfalls räumt Laschet jetzt einfach dieses Feld und gibt den Begriff verloren. Und jetzt wird es ganz krass. Laschet gibt sich gar nicht mehr die Mühe, die AfD als rechtsradikal zu betiteln. Also auf den Hinweis von Maischberger, ja, gilt das auch für demokratisch legitimierte Parteien. Und er hat das jetzt sozusagen, er sieht das jetzt gar nicht, er hält das gar nicht für nötig, wie sonst die Altmedien das immer machen. Wie sie es geschickterweise machen, durch Täuschung irgendwelche Sachen heranzuziehen, das groß aufzublasen, um den Eindruck zu erwecken, das gelte für die AfD, vor allem das überhaupt mal den Eindruck zu erwecken, das ist ganz schlimm. Wie irgendwelche Zitate mit 180-Grad-Wende, Vogelschiss und so weiter. Das wäre auf jeden Fall ganz böse gemeint und das wäre ganz schlimm gemeint und das ist das Allerschlimmste. Er hat sich gar nicht mehr die Mühe gegeben, das zu begründen, weil sehr wahrscheinlich weiß er mittlerweile, vom Verfassungsschutz, da hört man ja nichts mehr. Die mussten das ja zurückziehen. Und wie es aussieht, gibt es vielleicht tatsächlich eine Chance, dass die AfD nicht für rechtsradikal erklärt wird vor der Bundestagswahl, weil die Beweise einfach nicht ausreichen, das vor Gericht nicht hält und man vor dem Ausland das zu auffällig ist. Anscheinend hat das Laschet verstanden oder das wurde dann irgendwie, wurde ihm zu verstehen gegeben, keine Ahnung, oder er ist ja im Austausch mit den Landesverfassungsämtern. Dann sagt er jetzt einfach, ja, es ist egal, die sind halt rechts und deswegen bekämpfen wir sie. Und das ist einfach schlecht für Deutschland, so ohne eine Begründung abzugeben. Und das ist wahrscheinlich zu billig. Das kann er sich nicht erlauben. Das ist eigentlich eine, ja, das ist irgendwie tollpatschig. Wenn man sich die ganze Mühe betrachtet, die die Medien seit Jahren betreiben, mit der Täuschung, mit der Themenlenkung, mit der einseitigen Themenlenkung, herausstellen, verschweigen, nicht differenzieren, Bildgestaltung, diese ganze Mühe, die sie sich geben, Laschet denkt einfach, das muss er gar nicht machen. Er, sozusagen, das sind die Medien, das ist der Job der Medien, darauf kann er sich verlassen. Und er sagt dann einfach, die müssen bekämpft werden, das ist nicht gut für Deutschland, wir machen das einfach so. Und da kann man hoffen, dass sich Laschet damit verrechnet hat. Dass es so einfach nicht geht. Dass es zu billig ist. Und vor allen Dingen werden sich auch die Leute erinnern. In den 2000ern oder 90ern, da sind solche Dinge wie unkontrollierte Massenmigration, seltsame Energiewende, Corona-Maßnahmen, die auch, oder Corona-Management, das auch sehr fragwürdig ist, einfach auch dilettantisch gemacht. Da konnten die Leute es früher gegenüber den Republikanern noch einfacher verdeutlichen, ja, wir handeln hier im Interesse Deutschlands, diese Partei ist nicht im Interesse Deutschlands. Aber hier wird sich jetzt der Bürger fragen, die CDU,
ist das das Interesse Deutschlands, was die CDU hier macht? Will ich das wirklich mittragen, so billig? Da kann man, denke ich, schon etwas drauf hoffen. Weil im Grunde lässt Armin Laschet die ganze Täuschung lässt er hier auffliegen. Er lässt die Maske fallen. Und das Allerbeste ist noch, dass er dann Maischberger auffordert, Haltung gegen rechts zu zeigen. Und Maischberger spielt da irgendwie nicht mit. Also das ist hier wahrscheinlich auch zu einfach. Das muss man natürlich irgendwie geschickter machen, so wie Merkel das macht. Und da spielt sie nicht mit. Und sagt dann, nee, ich muss nicht Haltung zeigen. Warum auch immer. Also sie macht das nicht, sie geht darauf nicht ein. Und dadurch wird vollkommen deutlich, der Laschet will jetzt hier die Leute instrumentalisieren, die Medien instrumentalisieren, er gibt keinen Grund an, kann auch nicht mal mehr beweisen, dass die AfD rechtsradikal ist, noch irgendeinen Grund nennen und möchte jetzt die Medien vereinnahmen, gegen die AfD loszuschlagen. Also nichts anderes macht er hier. Und ich habe jetzt noch nichts gelesen, die Altmedien werden das wahrscheinlich peinlichst verschweigen, man kann mal gespannt sein. Aber die Leute haben das gesehen und vor allem damit wird natürlich auch der Zweifel zerstreut, dass da wirklich was Haltbares dran ist. Und sie werden dazu aufgefordert, sich vielleicht einmal damit auseinanderzusetzen. Auf den Schnipsel aufmerksam geworden bin ich übrigens durch Michael Stürzenberger mit seinem Kanal BPE und durch den Ritter der Meinungsfreiheit. Beide haben schon Videos dazu veröffentlicht. Aber es ist, denke ich, so wichtig, da muss man noch ein Video dazu machen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.